Okay, und weiter geht's mit der angedrohten Shopping-Orgie. So, wir haben einen Dromiumbehälter noch. Okay, meine Gamma-Kanone upgraden wäre gut und mein Laserschild upgraden wäre halt auch gut. Das könnte ich vielleicht dann unterwegs machen, wenn ich die Dinger geerntet habe. Die im Grunde genauso. Dann bräuchte ich je ein Gelb-Dings und einen Dromium-Behälter. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall noch einen Dromium-Behälter kaufen. Ach, kann ich gar nicht. Okay. Ist die Menge begrenzt, die verkaufen immer? Rest deiner Energie. Ja, das wäre halt gut, wenn man mehr Energie hätte, ne? Vor allem, wenn ich mit 60 Energie starte. Okay, das macht keinen Sinn. Das Stressniveau ist nicht mein Problem. Das ist halt die Frage, wie sich genau das auswirkt. Ah, okay. Verstärke alle deine Energiewaffen eine Runde lang. 50% für 10 Energie ist nicht verkehrt. Einmal pro Kampf. Energieschildverstärker. Verstärke alle deine Energieschilde für eine Runde. Das ist das gleiche, was mein Androidentyp hier auch macht. Heißt das, ich kann alle drei machen oder nur eins davon pro Kampf? Und das ist mit Energiekapseln. Okay, das bringt nicht viel. Aber die beiden wären schon auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Der Energieverstärker für 300. Der ist echt nicht verkehrt. Okay, dann nehmen wir mal das Batterie-Upgrade auf jeden Fall, denke ich. Könntest sogar auf V3 noch hochbringen. Weil der Rest ist momentan gar nicht so. Weil ich habe jetzt so viel Geld, ne? Okay, den kaufen wir uns jetzt auch mal noch. Und das Batterie-Upgrade V3 auf 80. Dann können wir nämlich endlich mal ein bisschen was bekleistern hier in den Kämpfen. Ist ja grauenvoll, wie wir hier immer mit der Energie hausieren müssen. Der Energielaser, das ist halt gut, um mal irgendwie noch einen zu finishen, wenn man noch 10 Energie übrig hat, ne? Raketenwerfer V1, den hab ich doch. Heißt das, ich kann einen zweiten Raketenwerfer, dass ich zwei Feinde gleichzeitig beschießen kann? Oder? Weil ich habe doch. Einen Raketenwerfer V2.
Was bedeutet das, wenn ich mir jetzt noch einen Raketenwerfer V1 kaufe? Ich meine, der kann halt nur auf ein Ziel schießen mit bis zu 4 Raketen. Weiß ich nicht. Habe ich da einen zweiten? Mit dem ich dann auch nochmal feuern kann? Das wäre schon ziemlich cool. Hauptmaschine ist schon V3. Okay, was haben wir noch? Wir können unsere Gamma-Kanone. Da müssen wir uns auf jeden Fall Energiezellen besorgen. Ich habe halt nur einen Dromiumbehälter, also muss ich entweder die Gamma-Kanone oder mein Schild. Ich kann nicht beides, aber dann ist die Kanone wahrscheinlich wichtiger. Die Laserkanone kann ich leider auch nicht upgraden. Ich habe zu wenig Dromium und leider kann man das nicht unbegrenzt kaufen. Oder ich müsste zu irgendeiner anderen... Naja, aber ich kann es noch kaufen, bevor ich in den Heimatsektor zurückkomme oder so, ne? Ich meine, den Plasmastrahl kann ich auf jeden Fall verkaufen. Den Plasmaschild bin ich nicht so sicher. Weil die machen ja schon Plasmaschaden, was prinzipiell kein Problem ist, aber wenn die halt sehr viel machen pro Schuss, die jetzt gerade zufällig nicht, kann es halt auch kritisch werden, ne? Irgendwo hatte ich doch welche gesehen, oder waren das die hier hinten dann? Nö. Ja, oder so viel bringt's auch nicht. Puh, ja, das sind jetzt wieder so Entscheidungen. Falls ich noch Dromiumbehälter kriegen würde, wobei ich nicht glaube, dass ich so viele bekomme. Sonst könnte ich halt die Zelle noch verkaufen. Aber Geld habe ich ja momentan. Den Plasmastrahl verkaufen, weiß ich nicht. Oder ich kaufe jetzt noch... Keine. Oder ich kaufe 3, dann kann ich das eine Upgrade schon mal machen mit der Gamma-Kanone. Wobei das jetzt, glaube ich, bei den nächsten Gegnern noch nicht so kritisch ist. Okay, der Energieverteiler ist für den Arsch. Der... Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt dauernd Kapseln hätte. Minus 20 Belastungsgrad für eine Kapsel. Wenn ich jetzt Kapseln sammle in den Kämpfen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Oder plus 30 Energie für eine Kapsel. Was kostet denn das Ding? 300. Weiß ich nicht, Digga. Ich brauche halt auch noch Raketen wahrscheinlich. Wie ist denn das? Was ist denn der erste Gegner für... Wie schlimm ist denn der? ...48 mit dem Laser... Eigentlich nicht so schlimm. Und da könnte ich mir schon Energiekapseln besorgen und Gegenmaßnahmen. Ist auf jeden Fall kein Gegner, für den ich Raketen brauche. Für den auch nicht. Da dann schon eher, wenn ich das als drittes anfliege.
Eigentlich nicht so wirklich. Da kann ich Raketen kriegen. Kann ich bei dem auch Raketen kriegen? Nee. Ja, vielleicht zwei oder drei, aber es ist nicht so schlimm. Ich könnte den Kapselkonverter und den Laser kaufen. Dann hätte ich noch 100 übrig. Für drei Raketen. Oder zwei Raketen und ein paar Gegenmaßnahmen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Dann holen wir uns den. Und den Laser. Verstärke den Energielaser, indem du Energiekapseln ausgibst. Den wollte ich nicht. Hä? War das nicht eben noch... Verbleibende Energie aus der Batterie und entlade einen starken Laser. Ach so, war das gemeint. Okay. Also es ist keine extra Waffe. Minus zwei Energiekapseln. Nee, das lassen wir mal. Okay, dann ist der auch scheiße. Der ist auch scheiße. Okay, dann haben wir 300 gespart. Ist auch nicht verkehrt. Ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet, wenn ich jetzt einen zweiten Raketenwerfer kaufe, ehrlich gesagt. Anti-Gegenmaßnahmen-Raketenwerfer ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja. Feuert eine Rakete pro Runde ab und zerstört alle Gegenmaßnahmen in der Phase. Das ist super. Okay, den holen wir uns. Dann brauchen wir dafür ein bisschen Munition. Sagen wir mal 4. Wobei, das sind Dinger, die ich nicht finde, ne? Da habe ich noch 5 Raketen. Kaufen wir mal 2 erstmal. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts kaufen. Die Kapseln kann ich mir im Kampf holen. Da haben wir 4. Und da noch 6 Stück kaufen. So oft brauche ich die wahrscheinlich auch nicht. Gegenmaßnahmen habe ich keine mehr, das ist ziemlich blöd. Habe ich jetzt gleich drauf geachtet. Können wir nur noch 2 kaufen. Ich könnte natürlich den Plasmastrahl verkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Hoffentlich rächt sich das nicht, aber man muss ja nicht kämpfen, heißt es ja angeblich. Dann kann ich mir nämlich noch ein bisschen mehr Gegenmaßnahmen holen. Vielleicht 8. Und dann hole ich mir... sagen wir noch eine Rakete. Dann haben wir wieder 8 Raketen. Okay, und dann haben wir kein Geld mehr. Ach,
Kann ich mir bauen, okay. Aus Schrott. Zwei Schrott habe ich. Bringt mir jetzt halt hier nichts. Der Unterdrückerstrahldisruptor, das ist halt so eine Frage, ne? Ob ich den wirklich brauche. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich einen Dromiumbehälter auf jeden Fall in Reserve halten, falls ich den doch brauche. Shit. Ich könnte natürlich hier zum Trade in P zurückfliegen, aber dann kommt der Blaster halt auch verdächtig nah. Das ist auch nicht so gut. Okay, gehen wir mal zum Space Gate. Vielleicht können wir uns irgendwo noch einen Dromiumbehälter auch verdienen. Schauen wir mal. Weil dann hätte ich noch wieder eins kaufen können, einen Dromiumbehälter, aber dann hätte ich auch Geld gebraucht. Dann hätte ich irgendwie mein Plasmaschild verkaufen müssen oder irgendwas anderes oder so. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Im Orbit von Space Gate. Rezeption. Kontaktieren wir sie mal. Willkommen im Space Gate. Wie kann ich behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Das ist das Lymianische Space Gate. Wenn du das nicht wusstest, hast du hier nichts zu suchen. Ich möchte das Space Gate so schnell wie möglich besuchen. Hast du ein Ticket zu beanspruchen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon benutzen will, weil ich will es ja eigentlich auch gar nicht benutzen. Das heißt, ich lande erstmal, weil vielleicht kann ich noch die Sabotage-Geschichte machen. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Ticket beanspruchen, dann würde ich vielleicht direkt reisen. Und weil bei dem Spiel weiß man halt nie so genau, welche Aktionen hier so eine Aktion ohne Wiederkehr sind. Also lassen wir das lieber. Okay, da oben laufen ein Haufen Leute rum. Check-in-Automat. Bitte Eintrittskarte einlegen. Ein Eintrittspass kann nur einmal verwendet werden. Der Pass wird dir nicht zurückgegeben, nachdem du eingetreten bist. Durch diese Tür komme ich zur Check-in-Lobby B. Ich habe keine Passkarte, die an dieser Luftschleuse funktioniert. Okay, das ist gut zu wissen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Tür mit irgendwelchen Tasten oder so zu öffnen. Na gut, dann checken wir mal ein hier. Space Gate Eintrittspass. Oh, da habe ich jetzt zwei, weil ich mir einen verdient. Da habe ich mir jetzt beide verdient. Einen habe ich mir verdient und einen habe ich bekommen, weil ich die Bombe platzieren soll. Und einen habe ich von den Ökoterroristen, oder wie war das? Prüfe Gültigkeit, bitte warten. Fast gültig. Willst du mit dem Check-in fortfahren? Ja. Spielt der so nervös mit seiner Krawatte? Das ist verdächtig. Guten Tag. Oh, tut mir leid, ich will keinen Ärger. Ich sage nur Hallo. Oh, dann Hallo. Bist du hier, um das Space Gate zu benutzen? Ja, mein Fenster ist allerdings noch 4 Stunden entfernt. Oh, ich verstehe. Moment mal, du bist bei der Space Fleet? Oh, das ist nicht gut. Warum das? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber dieser Knotenpunkt hat eine schlimme Infektion von der Union bekommen. Ich würde mich an deiner Stelle von diesem Typen fernhalten. Danke für die Warnung. In der Tat, danke für die Warnung. Orangenähnliche Frucht. Das sieht nicht besonders aus. Apfelähnliche Frucht. Nichts Besonderes. Meint er damit, das sieht nicht besonders aus, dass es nur normal aussieht, oder meint er damit, dass es verdorben ist? Weil hier sagt er, ist nichts Besonderes. Sehen fast aus wie Bananen. Sie sind wirklich fest und riechen wunderbar. Sehen fast aus wie Äpfel. Sie sind jedoch faul und richtig matschig. Okay. Nach Zitrusfrüchten riechende dickschalige Früchte. Jetzt habe ich leider keine anderen Klamotten.
Also, ist dann alles bereit? Ja. Du hast dein Zeitfenster erhalten. Sorge nur dafür, dass du dein Schiff rechtzeitig fertig machst. Wenn du dein Fenster verpasst, musst du ein neues Ticket kaufen. Danke. Okay. Hey, was glaubst du, was du da tust? Redest du mit mir? Wer ist denn sonst noch hier? Oh, ich bin hier, um mich für das Space Gate anzumelden. Es ist mir egal, was du tust. Wage es nicht, dich vorzudrängeln. Oh, Entschuldigung, hast du in der Schlange gestanden? Tritt einfach zurück, Space Fleet. Ich schätze, du warst zuerst hier. Du kannst vorgehen. Bitte halt deine Klappe, Mensch. Ich melde mich an, wenn ich mit dem Rauchen fertig bin. Und wie lange kann das dauern? Wen interessiert das? Tritt einfach zurück und halt die Klappe. Aber wenn du dich nicht anmeldest, kann ich wohl vorgehen. Bist du schwer vom Begriff oder was? Niemand drängelt sich vor Mosquito. Schon gar nicht so ein Space Fleet Abschaum. Ich will keinen Ärger. Rauch einfach weiter und ich melde mich an. Den Teufel wirst du tun. Alter. Beryl, hier ist ein Space Fleet Abschaum, der den Ort verdeckt. Space Fleet. Ach hey, hier. Ich hasse Space Fleet. Du bist winzig. Hey, Größe ist kein Grund zu kämpfen. Nein, aber die Space Fleet schon. Okay, ich zeige dir, was die Space Fleet gemacht ist. Nein, ich werde nicht mit dir kämpfen. Haha. Lauf einfach weg, Space Fleet Abschaum. Hey, Mosquito. Hast du gesehen, wie der Feigling weggelaufen ist? Ich will doch nur das Schild da lesen. Du bist also zurückgekommen, um weiter zu prügeln? Bitte, es tut mir leid, aber ich sollte wirklich nicht mit dir reden. Ich habe solche Angst vor den Union-Typen. Kann ich den bewerfen? Mit matschigen Früchten? Leider nicht. Ha. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kampf will, aber... Na gut, probieren wir es mal. Ja, das ist es, wovon ich rede. Ich schenke dir was. Zeig mir, was du kannst. Ziemlich großer Unionssoldat. Hier, nimm doch eine Pille. Ah, das hat Spaß gemacht. Hey, Mosquito, hast du den armen Kerl fliegen sehen? Okay, also auf jeden Fall hat es was irgendwie zu tun mit dem... mit dem Apfel. Nee, Apfel wollte ich. Also verrottete Frucht, keine Ahnung, was das ist. Schienbein. Oder auch nicht. Okay, jetzt wollte ich erst nochmal eine Frucht greifen und dann habe ich gedacht, nee, ich muss ihn nochmal, ich kann ihn direkt schlagen. Und ein Tritt in die empfindlichen Teile. Ja, renn weg, du blöder Wichser. Mosquito. Hoffentlich kann ich den noch töten. Da hätte ich Bock drauf. Last-Minute-Gepäck. Für Last-Minute-Transportgüter wende dich bitte an den Gepäckabfertiger. Halte den Identifikationsausweis bereit, wahrscheinlich. Bitte pass auf, nicht stehen, sitzen oder klettern oder auf die Reling lehnen. Wenn du fällst, können die Gepäckstücke stecken bleiben und zu erheblichen Verzögerungen führen. Außerdem werden sie von deinem Blut verschmutzt. Willkommen im Space Gate, wie kann ich helfen?
Ich möchte bitte durch das Space Gate, okay? Welches Schiff ist deins? Copernicus. Wissenschaft Schiff der Space Fleet, alles klar, vielen Dank. Oh, das ist eine Reservierung für eine Privatspur. Das bedeutet, dass du jederzeit eintreten kannst, wenn du willst. Bewege dein Schiff einfach in die Nähe des eigentlichen Tors, wenn du bereit bist. Wir kümmern uns um den Rest für dich. Gute Reise. Okay, aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich will hier die Bombe platzieren. Hey, es tut mir leid, Mann. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich jetzt fertig bin. Dein großer Freund war müde und hat da drüben am Anmeldefenster ein Nickerchen gemacht. Oh, okay, danke. Ich will auf die Fresse hauen. Hey, ich will jetzt wirklich keinen Ärger haben. Blöder Fixer, ey. Ich bin cool, ich kümmere mich nur um meinen eigenen Kram. Das ist richtig, gut für dich. Ich hasse die Space Fleet immer noch. Aber ich respektiere einen guten Knockout. Na, immerhin. Ruhig, Soldat, ich warte hier nur auf meinen Flug. Ich ziehe in den Krieg, Alter. Ich kann wirklich keinen Ärger gebrauchen. Schild. Warnung, unbefugtes Betreten dieses Bereichs streng verboten. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Kann ich hier irgendwie mein Gepäck aufgeben? Das war doch eigentlich der Plan, ne? Oder kann ich das jetzt nicht mehr, weil ich schon... Muss ich mal beim Schiff in die Nähe fliegen, aber ich will halt nicht durchfliegen, weil ich ja die ganzen Zwischendinger dann auch umhauen will. Ich weiß nicht. Sagt halt nicht viel aus, ne? Heck nach links. Hier, ich will Gepäck aufgeben. Verdammt. Ich muss sagen, ich bin von deinen Kampffähigkeiten beeindruckt, Space Fleet. Du hast diese Tyrannen wirklich in die Schranken gewiesen. Tja, jetzt kann ich hier leider nichts weiter machen. Ich meine, er hat ja gesagt, dass das automatisch zündet. Genau, vergewissere dich, dass du deinen Flug durch das Space Gate registriert hast, bevor du diesen Bereich verlässt. Das hab ich. Okay. Oder bedeutet das, wenn ich jetzt den Flug antrete, zündet die Bombe und das Space Gate ist hinüber und ich fliege nicht? Reisender, ich würde nämlich schon gern die Kämpfe noch machen. Ich kann jetzt aber auch keinen Safe machen, den ich dann wieder laden kann oder so, ne? Aber wenn ich jetzt diesen ganzen Bereich hier überspringe und irgendwo hier hinten rauskomme... wäre das halt auch blöd. Das ist jetzt genau was an mehreren Stellen hier in dem Spiel so ist, was richtig scheiße ist. Man weiß nicht, was die Konsequenz ist. Weil ich habe ja jetzt die Bombe dabei. Bedeutet das, wenn ich in die Nähe des Gates fliege und die mich warpen wollen, geht das Gate kaputt und ich bleibe hier und kann dann normal weiterfliegen? So würde ich das jetzt erwarten, weil ich die Bombe habe. Oder... fliege ich dann einfach an den ganzen Gegnern hier vorbei, was ich ja nicht will. Das ist ein Scheiß.
Das ist ein echter Scheiß. Ich kann aber auch nicht speichern. Was ist denn bei Laden? Ist das ein... Okay, dann könnte ich einen früheren Punkt laden, wenn das so wäre. Wenn ich da durchwarpe. Spacegate am Standort angekommen. Ja, ist vielleicht ein bisschen... Muss ich nochmal wieder ins Spacegate rein, aber das ist ja dann egal. Captain, wir können mit deiner Bombe nicht das Space Gate passieren. Sie ist so eingestellt, dass sie beim Betreten des Tors explodiert. Ah, okay. Aber ich konnte das jetzt auch nicht, die Bombe irgendwie nirgends platzieren oder so, ne? Ist das jetzt, weil ich schon das andere gemacht habe und den Upper Space Antrieb sabotiert habe, dass ich das jetzt hier nicht mehr konnte? Oder? Das ist so ein Scheiß, ne? Naja, gut, komm, dann lassen wir das halt. Dann fliegen wir halt manuell. Hilft ja nichts. Oder hätte ich die Bombe dem anderen Typi geben können, dem nervösen Typi? Das ist tatsächlich das Einzige, warte mal, das könnt ihr nochmal probieren kurz oder so, einfach der Vollständigkeit halber. Ob das funktioniert? Möchte das Spacegate so schnell wie möglich benutzen. Hast du ein Ticket zu beanspruchen? Ich habe ein Ticket zu beanspruchen. Richtig, du hast ein Ticket für den IT-Transponder registriert. Für die manuelle Anmeldung dockt bitte an den Transit an. Okay. Das heißt, ich muss trotzdem landen. Das ist alles dasselbe. Weil es gibt ja keinen logischen Grund, dass man jetzt nicht beides machen kann, ne? Ich meine, es mag aus Spieldesigngründen so gewollt sein, aber es macht halt aus Logikgründen keinen Sinn. Warum sollte ich jetzt hier nicht auch noch die Bombe platzieren können? Okay, dann machen wir hier den Dialog nochmal, damit wir das haben. Nehmen wir die Dinger wieder mit. Da. Okay. So, dann machen wir den Dialog wieder. Den machen wir mal die gleichen Optionen. Kannst vorgehen. Wohl vorgehen, auch nicht. Okay. Dann der Tritt und der Knockout. Okay.
Das hätte mich auch überrascht, wie ich dir den Dödel mitgeben könnte. Oder kann ich die dem Betäubten irgendwie unterschieben? Moment mal. Schade. Nee, das ändert nichts. Nee, natürlich nicht. Okay, dann können wir jetzt hier nichts machen. Also es kann höchstens sein, dass es jetzt daran liegt, dass ich halt die andere Geschichte gemacht habe, aber das wäre echt beschissen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich jetzt hier mein Gepäck einchecken sollte. Was die ja eigentlich gesagt haben, man soll sein Gepäck einchecken, aber... Na gut, dann halt nicht. Dann fliegen wir mal weiter hier. So wie eben auch schon. Einfach der Kämpfe wegen. Okay, der hat Gegenmaßnahmen. Und ich habe 80 Energie. Das heißt, ich hau dem einmal hier die 50 rein. Dann hau ich ihm hier noch die 20 rein. Hat er nur noch 50, das heißt, ich kann ihn hier direkt schön finishen, ohne meine ganze Energie aufzubrauchen. Perfekt. Ist schon geil, wenn man einfach seine Batterien ein bisschen aufgerüstet hat. Genau, und dann hole ich mir hier die Energiekapseln. Das ist jetzt das Ding. Jetzt könnte ich mir... Gamma-Kanone upgraden, den Laserschild oder den Laserschuss. Mit dem einzigen Dronium, das ich habe. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das Ding brauche. Die Space Fleet Außenposten von den energieabsaugenden Unterdrückungsstrahlen der Union zu befreien. Ich weiß nicht, ob das diese optionalen Dinger sind hier, die Außenposten befreien. Wahrscheinlich, ne? Na gut, dann fliegen wir mal zu dem. Noch muss ich auch meine Waffen und so nicht upgraden, insofern... Kann ich das an der Stelle auch einfach lassen. Raketenabwehr und das Quantenschild. Na gut, dann haue ich halt einfach alles rein, was ich habe. Absorbiert er halt die Hälfte, aber bleibt da genug übrig. Also wahrscheinlich nicht in dieser Runde, aber... Das kriegen wir dann schon hin. Dann ist er betäubt, das ist perfekt. Kriegt dieselbe Ladung nochmal, ohne Schild. Dann haben wir ihn auch. Easy peasy bei so einzelnen. Die Edelmetalle waren... Wie viel Geld waren die wert? So viel war es nicht, ne? Zwei Energiekapseln.
Ja, nehmen wir die mal. Ich hatte ja dieses eine System da gekauft, wo ich Energiekapseln gegen irgendwas tauschen konnte. Okay. Dann nehmen wir die mit. Ich muss ja gleich nochmal schauen, wie weit der Blaster ist. Nicht, dass ich mich hier zu lange mit dem Hin- und Herfliegen zwischen den Kämpfen aufhalte und der dann mich irgendwann noch überholt oder so. Okay, der macht erstmal nichts. Der feuert mit 24. Der feuert mit 36. Also habe ich 60 Schaden, die ich absorbieren muss. Das kriegen wir hin. Ja, dann spare ich die Energie, weil die alle Schilde haben. Dann mache ich das lieber in der nächsten Runde. Das Forschungsschiff hat echt abartige Schilde, ne? Aber ist ja nicht verkehrt. Okay, was haben wir hier? Nix. Der feuert mit 24. Und der feuert mit 36. Also brauche ich wieder 60er Schilde. Warte mal, der hat Quantenschilde, der hat einfache Schilde und der hat keine Schilde. Das heißt, der kriegt die 50. Nächsten Runde Quantenschilde. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit dem Gamma-Ding auf den anderen schieße, weil ich sonst hier ein bisschen Schaden vergeude, aber ist, glaube ich, besser, wenn ich einen komplett ausschalte. So, der feuert mit 36 und der macht gar nichts. Das heißt, da reicht das mittlere 40er-Schild. Der mittlere 40er-Schild. Ich muss mir mal hier Grammatik angewöhnen. So, dann kriegt der hier die 50 Schaden oder auch nicht. Der macht 25 Schaden. Und der macht 28 Schaden. Okay, nächste Runde brauche ich nur einfache Schilde. Achso, das reicht schon gar nicht mehr. Okay, dann lassen wir das. Nix und der feuert mit 32. 32 kriegen wir abgefangen. Und dann haben wir nur noch 18 Energie, da können wir nichts machen. Aber ich kriege ja Energie durch meinen Schildabsorber-Dingsbums, fällt mir gerade auf, ne? Ist auch nicht verkehrt, der macht nix. Und der feuert mit 32. Da mache ich 32. Oh, 32 Schaden. Das reicht sogar genau. Perfekt. Weil dann erhöht sich der Schaden für meine Gamma-Kanone in der nächsten Runde. Wenn ich die wieder benutze. So, der macht nix. Er hat aber den Quantenschild, das ist halt auch immer blöd. Das heißt, ich spare vielleicht die Energie. Weil der Quantenschild nimmt die Hälfte weg und der Laserschild nimmt halt nur 16 weg. Was jetzt bei dem mehr Schaden, den ich mache, halt schon einen Unterschied ausmacht. Okay, der feuert mit 39. Da reicht mein mittlerer Schild. Und ich habe noch genug, hoffentlich, ja, für die 50 Schaden. Hm.
dann feuert er wieder mit 40. Die können wir wieder abfangen. Und dann kann ich eigentlich mit dem Gamma-Ding durch sein Schild durch. Hätte ich vielleicht eben auch machen sollen. Jetzt ist er eingefriest. Und er hat auch noch genau 50, die ich ihm easy wegholen kann hier. Okay, ich habe 8 Raketen. Dann nehme ich jetzt erstmal die Energiekapseln. Nehme ich vielleicht beim nächsten Mal die Raketen. So. Was macht der Blaster? Kommt langsam näher, aber es ist noch nicht so kritisch. Hoffentlich. Weil manchmal nicht weiß, wenn ich irgendwo aufgehalten werde, wieder, wenn ich ins Gefängnis lande, wenn ich wieder im Gefängnis lande oder dergleichen, kann er halt schnell an mir vorbeiziehen, wobei ich ihn dann immer noch wieder überholen kann, hoffentlich, weil ich ja doch recht zeitnah in meinen Antrieb auch investiert habe. Okay, der macht nichts und feuert nächste Runde. Der feuert diese Runde mit 36. Also nehmen wir hier die 40. Der hat ein Quantenschild, der hat keinen Schild. Das heißt, der kriegt die volle Liebe mit 50 oder... Ja, ist schon besser. Und dann kriegt er noch so ein Gamma-Ding hinterher, dann hat der das direkt hinter sich. Schön, dass seine Raketenabwehr aber in Betrieb bleibt, auch wenn er schon längst tot ist. Okay, der hat jetzt nur ein Quantenschild. Okay, dann hole ich mir jetzt einfach Energie. Weil in der nächsten Runde hat er keine Schilde. Da erreiche ich mehr. Okay, er feuert mit 36. Das ist kein Problem. Boah, ist das schön, dass man endlich mal ein bisschen Energie hat, ey. Das war ja grauenvoll. Die kämpfen davor. Machen wir die 50 Schaden. Mehr geht leider nicht. Und dann kriegt er jetzt den Gnadenschuss. Können wir nämlich richtig Ressourcen ernten hier unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich den Metallschrott brauche. Boah, aber 4 Kapseln sind mehr wert als 6 Schrott. 6 Schrott ist echt nicht viel. Okay. Dann geht's weiter. Nächste Gruppe. Bisher habe ich noch nicht mal Raketen gebraucht. Ich habe aber noch keine geerntet. Okay, der macht nix. Der feuert mit 36. Und der auch. Okay. Da brauche ich ein 80er-Schild. Also nehmen wir das 40er. Und verstärken das Schild. Den Schild. Ich lerne es auch nicht mehr, ne? Okay, Gamma ist blöd. Ist auch ein bisschen blöd. Okay, da kommen wir auf jeden Fall mit der Gamma-Kanone durch. Na, dann sparen wir mal die Energie. Bringt mir auf jeden Fall auch wieder schön Energie, dass die auf mein Schild feuern. Okay, das sind 36. Der macht nichts. Der macht auch nichts. Okay, dann reicht der 40er-Schild. Wer war das? Der hat... Nee. Der hat Raketen in der übernächsten Runde. Das gefällt mir gar nicht. Der hat aber die Runde kein Schild. Das ist ein schwerer Fehler von ihm. Das heißt, wir nehmen den einfach schon mal direkt aus dem Spiel. Weil ich will keine Raketenabwehr vergeuden müssen.
Okay, der feuert mit 50 knapp. Verstärke alle deine Schilde um 50%. Das heißt, es sind 60. Dann sind es 90. Und ich habe 50 plus 40 sind 90. Das sollte reichen. Für brachiale Schilde, der hat. Okay, der macht nix. Der macht aber auch lange nix. Erst in 4 Runden wieder. Und der macht in 2 Runden, schießt er wieder. Das heißt, den. Warte mal. Ja. Dann machen wir die 50. Und dann hauen wir dem gleich das Gamma-Ding noch mit rein. Dann wird das Gamma-Ding wieder gelevelt. Für die nächste Runde und der. Ah, verdammt! Okay. Falscher Knopf. Können wir den direkt umlegen? Okay, der macht jetzt nix. Der macht noch lange nichts, aber dann reicht's aus, um jede Runde mit der Gamma-Kanone zu feuern. Dann ist er gefreezed. Dann kriegt er direkt noch eine Ladung und dann haben wir es auch. Wenn wir hier schön den Weltraum ein bisschen säubern von dem ganzen Piratengesindel. Metallschrott oder Edelmetalle? Ich meine, ach doch, Dromium müsste ich kaufen im nächsten. Mit Metallschrott könnte ich mir allerdings Zeug bauen. Was waren Edelmetalle immer wert? 24 mal 15 oder so? Dann hätte ich auf jeden Fall die 300, hat glaube ich einen Dromiumbehälter gekostet. Jetzt nehmen wir mal die Edelmetalle. Okay, sehr schön. Sind doch sehr viel leichter geworden, die Kämpfe, als ich das noch hier gedacht hätte, als ich da eingekauft habe. Aber das macht echt viel aus mit der Energie und so. Dann schnappen wir uns direkt den nächsten Kandidaten. Ich glaube, die waren jetzt aber ein bisschen härter, zumindest die größeren Gruppen da. Also, der feuert in der nächsten Runde mit einer Rakete und 36. Der auch. Der auch. Alter, was ist denn hier los? Okay. Die haben alle Schilde 2. Wenn ich 20 Schaden mache und... Achso, die 50 kriege ich ja nicht durch. Ich habe halt auch nicht so viele Raketen. Ich will die jetzt auch nicht vergeuden. Aber 3 mal 36 und 3 Gegenmaßnahmen kriege ich halt auch nicht hin. 20 sind 50, dann brauche ich 3 Raketen, damit der weg ist. So, das sind jetzt 2 Raketen, die kriegen wir abgewehrt. Ich brauche 80er Schilde, das heißt, ich mache mir 40er Schilde und
verdoppel die. Und dann kann ich dem sogar mit der Gamma-Kanone noch einen mitgeben. So, die pumpen sich beide hoch. Das heißt, dem können wir jetzt mit 50 den Gnadenschuss geben. Und dem geben wir einfach hier ein bisschen Gamma. Habe ich jetzt leider 3 Raketen und 2 Raketenabwehr verbraucht, aber so ist es halt. Da hat er keine Schilde, dann können wir ihn auch beenden. So, da gibt es wieder Energiekapseln, Schrott und Edelmetalle. Brauche ich, glaube ich, den Schrott, weil ich muss mir Raketen bauen und Raketenabwehr nachbauen, glaube ich. Raketen habe ich nur noch 5. Okay, dann bauen wir einmal 3 Raketen. Mal 3 Gegenmaßnahmen. Dann haben wir quasi das Verbrauchte wieder aufgefüllt und noch ein bisschen Schrott übrig. Ich könnte mir noch ein Nuklearmodul bauen. Warum sollte ich das? So viele Raketen habe ich gar nicht. Atomraketen. Okay. Fliege ich erst da runter, dann da hoch und dann hier runter? Oder erst da hoch? Ne, erst da hoch ist blöd. Ist alles blöd. Erst da hoch, dann da runter und dann darüber ist, glaube ich, weiter, ne, als wenn ich erst hier hinfliege. Schwierig. Also der Kampf war jetzt ein bisschen schwieriger in der Hinsicht, dass ich tatsächlich Ressourcen gebraucht habe, aber trotzdem so ein bisschen hier wie Äpfel pflücken im Park irgendwie. Mal sehen, ob das so bleibt. Der ist eigentlich völlig ungefährlich, selbst wenn er irgendwann feuert. Okay, der feuert 24 in der Runde. Na gut, ich könnte meine Schilde verdoppeln mit weniger Energie, aber Energie habe ich ja jetzt. Der hier ist eigentlich die größere Bedrohung. Wobei der Schaden, den er macht, ist jetzt auch nicht so gravierend. Gehen wir den beiden ein bisschen was mit. Vielleicht wird ja einer gefreezed. Ne, der oben ist gefreezed. Der feuert wieder mit seinen 24. Wir nehmen uns wieder den 40er-Schild. Machen wir hier einen Gamma-Beschuss. Ist der gefreezed? Der macht nichts, das ist ja praktisch. Geben wir dem eine Gamma-Ladung rein. Okay, der feuert mit 24. Und der auch. Sind 48. Okay, dann machen wir das 40er-Schild und verdoppeln das. Für 5 Energie. Dann kriegen wir durch den Beschuss auch gleich wieder ein bisschen Energie nachgefüllt. Ist nicht viel, aber jedes bisschen hilft. So, der macht nichts. Der feuert wieder mit 24.
heißt, wir nehmen den 40er-Schild und dann schalten wir den endlich mal aus, weil der nervt langsam mit seinem Schießen jede Runde. Und dann haben wir nur noch den, der macht nix. Wir haben aber leider die 50er-Schadensoption nicht. Ah, aber die reicht auch. Okay, war schon hoch genug gelevelt. Das Gamma-Ding. 8 Betäubungsraketen. Ja, weiß ich nicht. Find die nicht so praktisch, weil die... Klar, die friesen den in der Runde, aber... Ja, kann hilfreich sein, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Nehmen wir mal lieber hier die Schrottressourcen. Können wir uns wieder Kram bauen, der wirklich wichtig ist, wenn es drauf ankommt. Und dann geht's schon weiter. Dann nehmen wir jetzt mal den da oben. Genau, dann machen wir aber hier das Episodenende und dann geht's hier mit dem Abschlachten das nächste Mal weiter. Bis dahin, ciao.